Hi, ich bin's wieder, Erik von Laserscanning Europe hier, Laserscanning TV. Und wir sind ja eure unabhängige Quelle für alles rund um 3D-Scanner und Punktwolken und Software dafür. Und aber in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema SLAM. Und wenn ihr vielleicht das noch nie gehört habt oder ihr habt schon mal gehört und ihr wisst nicht, was da genau los ist, dann bleibt hier einfach dran. So, warum SLAM? Ja, SLAM ist ja so gerade ein bisschen überall im Gerede. Da gibt es ja jetzt quasi so seit einigen Jahren auf einmal mehrere Hersteller, die sich da kommerziell mit rumkümmern. Wir vertreten ja einen davon. Das ist aber so eine noch relativ neue Technologie. Und deshalb möchte ich diese hier einfach mal vorstellen, worum es da geht beim SLAM. Ja, und dazu habe ich hier mal so eine kleine Präsentation gemacht, weil das ist schon technisch vielleicht ein bisschen besser so zu erklären. So, vielleicht nochmal zur Historie. Ich habe es halt nicht gemacht. Oder erstmal, was SLAM heißt. SLAM heißt Simultaneous Localization and Mapping, also simultanes Positionieren und oder lokalisieren, positionieren und kartieren. Kann man das in Deutsch übersetzen? Ja, wo kommt das eigentlich her? Das kommt aus der Robotik. Also autonom fahrende Roboter, die müssen ja quasi wissen, wo sie sich im Raum befinden und wo sie hinwollen. Und wenn ich irgendwo hin will, da brauche ich eine Karte. Also positioniere ich mich, erzeuge dabei eine Karte, erkenne, wo ich noch hin muss oder wieder hinfahren möchte. Und kann mich dann in meiner selbst generierten Karte quasi drin bewegen. Also da kommt das her aus der Robotik. Und da haben sich ein paar Leute aus der Messtechnik genannt. Mensch, cooles Verfahren. Das kann man wieder auch für die mobile Vermessung nutzen. Und darum reden wir heute. Ja? Was brauchen wir? Wir brauchen quasi Sensoren, die das erfassen. Und wir brauchen diesen SLAM-Algorithmus. Also SLAM ist im Wesentlichen ja eine Methode, eine mathematische Rechenmethode. Und wir brauchen zum Schluss, erzeugen wir dann eine 3D-Punktwolke oder eine kolorierte Punktwolke oder eine Punktwolke und Fotos, wo wir wissen, wo die gemacht worden sind. Ja? So, ich habe das hier nochmal ein bisschen untermauert. Welche Arten von SLAM gibt es denn eigentlich? Varianten? Es gibt den 2D-SLAM, also da sind wir einfach in der Ebene. Den 3D-SLAM, da nutzen wir halt komplette 3D-Informationen, also einen Sensor, der den ganzen Raum erfassen kann. Wir haben den virtuellen Scan, also den Visual SLAM. Das heißt, wir erkennen halt Informationen aus Kameras und manche Hersteller machen ja schon kombinierte SLAM-Verfahren, versuchen halt die Möglichkeiten von den verschiedenen die Vorteile der Einzelsensoren zu kombinieren, um dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Kommen wir mal wieder zu der ursprünglichen Karte. Wir kümmern uns erstmal um die Sensoren. Welche Sensoren gibt es da? Und ja. Was machen die? Und alles Wichtige davon erkläre ich euch jetzt gleich. Deshalb wieder kleine Folie. Also meistens verwenden wir hier Laser, ja, also mobile Laser. Wir verwenden wieder Kameras. Wir verwenden definitiv eine inertielle Motion Unit oder oft, nicht definitiv, aber oft wird das verwandt. Was ist das für ein Teil? Das ist halt also eine IMO, das ist halt ein Trägheitskreisel. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist einfach, sind Sensoren, die im Prinzip eure Verdrehung im Raum und Bewegungen messen können. Also wenn zum Beispiel das U-Boot hat sowas, eine ganz teure IMO haben die drin, wenn die abtauchen, die haben ja kein GPS, dann wissen die gar nicht unter Wasser, wo die sind. Das heißt, die tauchen ab, die Sensoren messen, wie fährt das U-Boot, in welche Richtung dreht es eine Kurve und kann dem Kapitän sagen, eigentlich, wo es auf der Welt ist, obwohl es gar keinen Außenkontakt hat. Ja, und so eine Art frischen Sensor verwenden wir hier auch. Und zum Schluss, ganz neu, gibt es auch Sensoren, die noch GPS-Daten mitnehmen. Also Global Positioning System, wird ja vielleicht jeder aus seinem Auto kennen. Das verwenden wir auch, aber hier natürlich im Level der Vermessungswesen, des Vermessungswesen. So, mobile Scanner, was gibt es da? Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt 2D und 3D. Hier haben wir schon mal einen 2D-Vertreter, ist der Faro Swift. 2D heißt, wir gucken eigentlich immer nur in der Ebene oder zum Beispiel früher hat man auch oft diese SIG-Sensoren verwendet, die vielleicht jemand aus der Industrie kennt, sind sehr oft 2D-Sensoren. Und ansonsten gibt es hier noch die 3D-Sensoren und das sind zum Beispiel hier die Veloden-Sensoren. Die haben zum Beispiel 16 und 32-fach Beams, also Strahlenausgänge. Ne? Also 16 Strahlen gehen raus oder 32. Die hat vielleicht jemand schon mal gesehen hier, die werden ganz viel im autonomen Fahren verwendet halt. Ne? Da erzeugt man halt auch eine Karte. Und Kameras, da verwenden wir jetzt aber nicht hier unsere Polaroid oder sowas, sondern wir verwenden da meistens Industriekameras. Hier sehen wir das zum Beispiel, Leica BLK2GO ist halt ein Scanner, der verwendet halt diese beiden Verfahren. Also virtuell scannen und dann noch den Scandaten aus dem Laser. Und dazu hat man hier vier Industriekameras angebaut, die quasi permanent die Panorama erzeugen und da nach Features drin suchen. Ja, IMO habe ich mal hier so ein super Bild gemalt. Also ich habe vorhin erklärt, hier so U-Boot-mäßig oder
Das zum Beispiel war aus der, glaube ich, Wikipedia, wenn ich nicht alles täuscht, kommt das aus der Raumfahrt von irgendeiner Mars- oder Mission oder sowas. Hat man halt auch einen Sensor rausgekriegt, um mitzukriegen, wie die Sonne sich bewegt. Natürlich können wir so ein Öschi hier, wie ich das hier auf dem Foto habe, natürlich nicht hier einbauen in so einem Handscanner. Da müssen wir irgendwas Kleineres bauen. Und da verwenden wir natürlich in unseren Messgeräten, sagen wir mal, IMO-Systeme, die quasi auf Chips aufgebracht sind. Ja? Also auf Boards, die halt relativ klein sind. Hier zum Beispiel mal von Eplanics wahrscheinlich, was eine Trimble-Firma ist. So, und zum Schluss haben wir noch GPS-Daten. Wie zum Beispiel mal ein Bild hier, der mNet Reach 2. So, das ist unser Sensoren-Package. Wir können quasi den SLAM machen mit den 2D-SLAM oder 3D-SLAM mit nur Lasersensoren. Wir können einen SLAM machen nur mit Kameradaten. Also nicht, der macht das jetzt nicht hier, sondern es geht halt nur mit Kameradaten. Und zur Unterstützung ist es immer cool, wenn wir eine IMO mitnehmen. Und wenn wir im Außenbereich sind und da Unterstützung haben wollen oder eine Lokalisation, können wir GPS nehmen. Wir können aber auch die Verfahren untereinander kombinieren. Also da gibt es verschiedene Verfahren, die man angewandt hat. Ne? Also wie gesagt, ja. So, jetzt kommen wir mal zum Prozess, der da passiert beim SLAM. Es ist ja vorhin ein Softwareprozess. Also wir erkennen einmal Features mittels unserer Sensoren. Und dadurch haben wir so eine Art wie einen lokalen Feature-Scan. Und dann bewegen wir uns natürlich und erzeugen wieder einen Scan. Und dann über die Features rechnen wir die Scans in einer Art Cloud-to-Cloud-Registrierung zusammen. Ja, also wir haben einen Scan, anderen, wir sehen, oh, hier sind ja identische Features und rechnen die bestmöglich aufeinander und bestimmen schon wieder neue Features in dem Bereich, wo wir dann hingehen. Ja, und dann können wir uns wieder ranrechnen. So funktioniert das. Und wer das vielleicht kennt, ein 2D-Scanner, ist hier zum Beispiel so ein klassischer Vertreter davon, ist zum Beispiel euer automatischer Staubsauger, der ist zum Beispiel ein 2D-Scanner, der erzeugt sich seine Karte selber, fährt da drin rum, da man einfach mal ein Gefühl hat, wo kommt sowas her. So, wir wollen aber die Messtechnik und wie gesagt, wir machen 2D- oder 3D-Feature-Erkennung, also im Englischen hier Feature Recognition und dann eine Scan-zu-Scan-Zusammenrechnung. So, das ist das, was wir machen und ich habe hier nochmal eine Grafik eingebaut, hier sieht man das zum Beispiel. Hier bin ich im Tunnel, der erzeugt quasi hier so mehrere Scans, das haben wir uns hier mal GeoSLAM zur Verfügung gestellt und deshalb gesagt, so ein Tunnel ist da relativ günstig. Wenn ich im Gebäude bin, jetzt würde der hier die Hausecken erkennen und der erkennt die immer wieder neu und rechnet die dann aneinander sozusagen halt. Ne? Hier sieht man das nochmal drin, hier drinnen zum Beispiel. Und wenn ich dann Möbel und sowas habe, dann kriege ich halt noch mehr Features. Ja? Und dann funktioniert das noch besser. Und aus den Features kann er so einen Rückwärtsschnitt rechnen. Also er sendet aus, wo ist ich, wo bin ich und dann kann er die neuen Positionen rechnen. So, ja, also so funktioniert das. Mal grob. So, dann gibt es noch Sonderformen, die ganz neu sind. Zum Beispiel, dass ich ein GPS hier mit einbinde. Und was der Sinn davon ist, wenn ich im Außenbereich bin, kann ich damit halt meine Koordinaten in so ein Weltkoordinatensystem bringen. Weil normal, der SLAM rechnet das in einem lokalen System, also das heißt, ich bin bei 000, aber wenn ich irgendwo draußen auf der Karte bin, bin ich ja nicht bei 000, sondern ich bin ja im Weltkoordinatensystem und mit dem GPS kann ich mich da einbringen. Und das sieht man hier, ich habe den ganz normalen, das hier von GeoSLAM, der Locate heißt das Gerät. Der hat den normalen Scanner, der macht einen 3D-Scan und erfasst halt in bestimmten Abständen über die GPS-Koordinate halt die absolute, gerade exakte Raumposition. So. Oder eine andere Variante, die macht zum Beispiel hier Nevis. Das ist halt Verankerungspunkte. Ja? Das heißt, ich habe, wo ich da langlaufe, gibt es Punkte, da kenne ich die Koordinaten. Ja? Und das macht ja auch der GeoSLAM. Und was ist der Sinn davon ist, SLAM hat ein Problem. Wir machen diese Erkennung von Features und erkennen neue Features. Rechnen wir uns immer zusammen. Und das heißt, wer einmal misst, wer zweimal misst, misst einmal verkehrt. Also das heißt, jede Messung hat Fehler. Ja? Und auch beim Zusammenrechnen entstehen Fehler und dadurch kriegen wir eine Drift. Ja? Das heißt, wir laufen irgendwo auf der Straße lang. Das müsste eigentlich gerade sein, aber durch die leichten Fehlrechnungen beginnt sich das System quasi abzudriften, so wie eine Banane. Ja? Und das kann man sich aber räumlich vorstellen. Und wenn ich jetzt Ankerpunkte habe, das läuft irgendwo rein, halt einen Punkt auf, dann sage ich dem Prozess später beim Auswerten, ja, du bist hier abgedriftet, bitte korrigiert mal diesen Wert. Ja? Eine andere Variante, die halt gemacht wird, ist, dass man zum Ausgangspunkt wieder zurückkommt, bestimmt dort die Abweichung, wenn ich einmal rumgehe, ja, ich sehe auf einmal, oh, ich bin hier so weit auseinander, ich muss das rüberschieben, also sind wahrscheinlich alle Punkte halt zwischendrin um den Betrag falsch und natürlich das gleichmäßig zurückrechnen. Das sind aber Annahmen, da sind natürlich diese Referenzpunkte natürlich besser, weil ich da wirklich kleinere Bereiche bloß verändere, die dann ja da möglichst, also kleine Bereiche auf die Sollkoordinaten schiebe und da nicht
einfach ein besseres Ergebnis beim Slam rauskriege. Ne? Wenn ich zum Beispiel zum Anfang sage, der Rumba-Staubsauger, der hat damit nichts Problem mehr. Der hat eine grobe Karte und der hat auch Anschlagsensoren. Dann kriegt er mit, oh, hier ist doch was, bin ich wieder weggefahren. Wir wollen aber exakte Messergebnisse raus haben und deshalb versuchen wir natürlich mit zusätzlichen Methoden bestmögliche Messergebnisse rauszukriegen. Okay, also das unser Punkt und wir haben auch eben Probleme halt, ne? Das erkläre ich nachher nochmal. Wie gesagt, wir brauchen auch immer viele gute Features. So, eine andere Variante noch, was ich noch sagen möchte, es gibt diese Prozessierung Realtime, das heißt, während ich mit dem Gerät rumlaufe, kann ich mir das angucken. Oder es gibt halt die Prozessierung Nachgang offline. Ja. Was ist der Unterschied? Bei Online-Prozessierung habe ich das Problem, jetzt halt zwei Probleme. Das eine ist, ich glaube, ich kann halt zurzeit nicht unendlich viele Daten in meinen Sensor erzeugen. Also wenn ich Lasersensoren habe, die Mörderdaten ziehen und dann auch vielleicht einen Haufen Kameradaten ziehen und ich habe so einen kleinen Raspberry oder so einen Mini-Rechner, den ich hier so irgendwo damit eingebaut habe im Gerät oder extra, da wird das Ding, das schafft das einfach rechenmäßig nicht oder das glüht euch weg. Ja, das ist einfach zu heiß. Ja, dann kann ich nicht die bestmöglichen Sensoren geben. Ja, das ist halt wahrscheinlich so ein Problem, dass ich quasi gewisse Daten dann doch eher offline mit arbeiten werde. Das Online hat natürlich einen großen Vorteil, ich sehe, was ich da mache. Ja, also ich sehe auch, ob mein Slam funktioniert oder nicht. So, also wie gesagt, wenn wir es offline machen, sammelt der Feldrechner draußen die ganze Zeit bloß die Daten der Sensoren. Und die lade ich dann runter in meinen Rechner rein, in die Software, die das auswertet. Und kriege ich dann halt quasi aus diesen ganzen Sensordaten, die ich da habe, also Kameradaten, Laserdaten, einzeln zusammen, halt eine Punktwolke. Und wenn ich den Sonderfall habe mit dem GPS, dann habe ich noch einen zweiten Datensatz, die GPS-Koordinaten. Die lege ich dann hier irgendwie aufeinander. Was sollte er jetzt hier machen? Und dann kriege ich halt eine georeferenzierte Punktwolke raus. Da kommen wir mal zum Thema Punktwolken. Also, was sind die Ergebnisse? Die Ergebnisse sind einmal quasi so: sieht man so einen klassischen Slam Outdoor und ich kann es auch genauso Indoor haben. Und wenn ich, wie gesagt, GPS-Daten oder diese Ankerpunkte mit festen Koordinaten habe, dann kriege ich halt auch eine georeferenzierte Punktwolke. Das heißt, die Punktwolke liegt nicht irgendwo bei 0,0 oder irgendeinem lokalen System, sondern die liegt halt an ihrer wirklichen Position im globalen Koordinatensystem. Also, wenn ihr das da in Google Earth einladet, dann liegt das auch auf der richtigen Stelle. Dafür braucht man zum Beispiel das GPS oder Referenzpunkte. Ja, mal Vor- und Nachteile. Vorteil ist es halt mobil, ja, das ist super schnell, 10-mal schneller als TLS. Also TLS sind terrestrische Laserscans, also Scanner, die auf Stative stehen. Wir brauchen, wenn wir indoor sind, kein GPS, um uns da irgendwie zu referenzieren. Also die ganze Referenzierung funktioniert von alleine. Das ist halt mobil, das kann ich in der Hand halten, auf Trolleys und so weiter rumlaufen. Das ist super gut für Räume mit viel 3D-Informationen, für Untertage, also so Altbergbau, Höhlen und so. Also Höhlen, da funktioniert das natürlich super, halt, ne? Weil ich halt super 3D-Features habe. Und ich habe halt wenig Hardware eigentlich. Also ich kann so einen Slam auch mit einem ganz einfachen Lasersender schon bauen. Und es gab auch früher mal Open Source Slam von irgendwelchen Uni-Systemen, weiß nicht, ob es das noch gibt. Könnte ich eigentlich so einen Easy Slam auch mal schnell selber bauen. Also ich muss da nicht der übelste Geräteentwickler sein oder so ein Velodyne, so ein super Teil, was wir da gesehen haben, der kostet halt 5.000, 6.000 Dollar halt, ne? Das ist für, und dann habe ich schon einen richtig coolen Laserscanner und hänge da Software dran. Das natürlich perfekt zu machen, ist dann ein bisschen aufwendiger und die professionellen Geräte, die dann auch die Fehler sehr klein halten, die sind natürlich dann auch ein bisschen teurer. Und Vorteil ist auch, für viele Anwendungen muss ich kein Messtechnik-Profi sein. Für viele Anwendungen ist wirklich Knopf drücken, loslaufen. Paar Tricks noch mit beachten, ja, für viele Anwendungen. Nachteile. Wie gesagt, ich habe immer erwähnt, Features werden benötigt. Also schwierig im Außenbereich, zum Beispiel auf einer komplett grünen Wiese, total flach, wird das halt schlecht funktionieren. Das wird auch nicht in der Wüste funktionieren, wenn da alles eben ist. Oder wenn ich einen glatten Straßentunnel habe, ja, oder manchmal auch so bei Krankenhausfluren, wo alles immer gleich aussieht halt, ne? Wo wenig Features, eindeutige Features da sind, funktioniert Slam halt schlecht. Ja, da versucht man sich natürlich ein bisschen mit dem Visual Slam in Kombination zu verankern. Ne? Wenn, sagen wir zum Beispiel mal, wir gehen jetzt durch unseren Krankenhausflur, da wo die Zimmer- oder Hotelflur immer die gleichen Abstände zwischen den Türen, da könnte das schon echt ein bisschen konfus werden. Wenn da natürlich schöne bunte Bilder aufgehangen sind, dann erkennt die Kamera natürlich eindeutig Features und kann das eventuell zusammenbauen. Ja, das sind die Ideen, die man da hat. Denn man nutzt diese Kamera-Farbinformationen, um die grobe Position hinzukriegen. Wie nachher die Fehler genau verrechnet werden, ob das dann immer so gut ist wie ein geiler 3D-Scan. Ja, das muss man erstmal noch untersuchen halt. Aber wie gesagt, man versucht man sich ja irgendwie noch technisch zu helfen und da ist eine Menge in der Entwicklung.
gesagt, es entstehen Drifts. Also ich kann halt nicht nur einfach mal irgendwo laufen, dann driftet er mir weg. Ich muss meistens wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen und das schließen, um diesen Loop Close, nennt man das, Fehler, wieder rauszurechnen, alles rauszunehmen. Oder ich habe dann diese Ankerpunkte oder ich habe halt GPS-Koordinaten halt, ne? Aber es entstehen halt Drifts, einfach aus der Verrechnung. So, das ist auch nicht so genau wie ein terrestrischer Laserscan. Also wie gesagt, die terrestrischen Scanner, die super, die guten, die sind ja fast alle auf Millimeter Messgenauigkeit. Und so ein Velodyne, was wir da gesehen haben, ist halt bei 20 Millimeter. Wir haben auch maximale Reichweite zurzeit, sind die Sensoren, wie zum Beispiel dieser Velodyne, der ist schon echt wirklich cool, so von der Reichweite, der kann halt maximal 100 Meter. Wobei für den 40 Meter werden da auch nur für den Slam genutzt. Das heißt, die meisten Slam-Scanner sind halt im Außenbereich, wenn die Features weit weg sind, funktionieren die nicht mehr besonders gut. Oder wenn ihr in einer riesengroßen leeren Halle seid und seid in der Mitte, könnte es auch schwierig werden halt, ne? Und at all, es ist ein Blackbox-Verfahren, also ihr schiebt da, also ihr drückt auf den Knopf und lauft los und guckt da entweder auf eurer App, ob das funktioniert, oder ihr seid halt quasi, ihr macht halt später eine Auswertung und das ist ein bisschen das Problem, wenn man schwierige Bedingungen hat, also diese Randbedingungen, wo funktioniert das noch und wo funktioniert das nicht, vor allem nicht im Außenbereich, wo ich sage, ne, gute Features im Innenbereich kann man jeden losschicken, der macht das. Am Außenbereich muss ich dann echt vielleicht ein bisschen wissen, was macht denn der Slam? Da muss ich vielleicht mit meinem Sensor auch mal Slam-freundlich laufen, ja. Und dann kriege ich da auch ein gutes Ergebnis hin, ja. Und da möchte ich jetzt mal so sagen, also wie gesagt, Slam, simultanes Localization and Mapping, ist eine super Technologie, wird definitiv in Zukunft stärker kommen. Deshalb habe ich euch das gebracht. Wir haben ja auch Slam-Scanner, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch bei uns melden. Und noch eins zum Ende, wenn euch das hier gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ihr wisst ja, wie YouTube funktioniert. Hey, ich will nochmal die 1000 Abonnenten schaffen. Helft mir dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Erik.